Ich war letzte Woche auf einem richtig schönen Roadtrip, habe saunette Menschen kennengelernt und richtig viele Morcheln gefunden. Dafür bin ich einmal durch die Republik gefahren, wie ihr hier seht. Ich wollte eigentlich einen Pilz formen mit der Strecke. Es hat nicht ganz geklappt, aber was geklappt hat, waren die Morcheln. Viel Spaß beim Video. So Leute, 20 Minuten habe ich noch. Ihr seht, ich sehe müde aus. Es war eine lange, beschissene Fahrt. Es hat die ganze Zeit geregnet, aber jetzt kommen Autos vorbei. Nein. Jetzt ist der Himmel hier so fucking geil. Ich liebe es. Ich glaube, das verheißt sehr viel Gutes. Bis morgen. Herzlich willkommen auf der ersten Station meiner Morchelreise. Der liebe Max vom Gartenkanal hat mich tatsächlich eingeladen, vorbeizukommen. Super nice. Und mich hier mitgenommen an die geheimen Stellen, wo wir hoffentlich Morcheln finden werden. Oder auch Werpeln. Oder Morchelbecherlinge. Riecht schon nach Chlor, noch nichts gerochen, aber mal schauen. So Max, haben wir hier die ersten Morcheln gefunden? Naja, nicht ganz, aber wir sind schon mal im guten Morchelgebiet. Wir sind momentan in der Rheinebene, in der Hartholzaue. Wir haben kalkaligen Boden, sieht man durch Weinbergschneckchen oder durch gewisse Zeigerpflanzen, auf die gehen wir später noch ein. Geil, und hier sind ein paar alte vergammelte Austern am Baum. Auch wichtig. Sehr viel Totholz hier, Morcheln mögen es unaufgeräumt. So, hier auf jeden Fall schön zu sehen, dass hier Totholz rumliegt, dass nicht zu viel aufgeräumt wird, dass Max gut aussieht, wie immer, der ist immer scharf. Max und Moritz, da kann ich also. Die gemeine Morchel, was mag sie überhaupt? Kalkhaltige Böden, hast du schon gesagt, die aber nicht zu fest sind, richtig? Ja, also durchlässig. Staunässe wollen sie nicht. Die wollen keine nassen Füße dauerhaft haben. Das sind keine Wasserpflanzen oder Wasserpilze. Ja. Unaufgeräumter Standort, wie gesagt. Sieht sehr gut aus hier. Und ja, dann, je nachdem, wenn man dran ist, mögen sie es mal ein bisschen sonniger, mal ein bisschen schattiger, aber komplett exponiert, wo die Sonne drauf knallt, wird man wahrscheinlich auch eher keine Speisemorcheln finden. Okay. Wir, hast du gesagt, suchen heute eher Werpeln. Die sind meistens ein bisschen früher dran als Speisemorcheln. Genau, ne? Die sind ein bisschen früher dran. Und da ist wichtig, dass wir schön Streu haben. Es muss was zum Zersetzen da sein. Ich finde sie ganz gerne unter Pappel und unter Traubenkirsche. Das wäre jetzt ein weiterer Anzeiger hier in der Hartholzaue. Okay, bei Morcheln ist es ja auch ganz spannend, meines Wissens nach zumindest, dass die sowohl Folgezersetzer sind, also Saprobionten, aber auch mit Bäumen in Symbiose leben können, richtig? Oder ist das immer noch ungeklärt? Ist immer noch ungeklärt, meines Wissens nach. Ihr könnt aber gerne in den Kommentaren korrigieren. Genau, macht mal. Speisemorchel und Apfel und Esche, da gibt es vor allem im amerikanischen Raum ja, die Theorie, dass da doch eine Symbiose stattfindet und die Morchel ihre Ernährungsweise angepasst hat oder geändert hat. Wir werden sehen. So, hier sind auf jeden Fall überall Zeigerpflanzen. Man muss sich wirklich in Zeitlupe bewegen. So, zum Thema Regen nochmal und Temperaturen. Morcheln mögen es gerne warm und feucht, wer mag das nicht? Und zwar sollte es über 10 Grad sein, richtig Max? Ja, cool. Über 10 Grad ist perfekt. Genau, und es hat jetzt in den letzten Tagen hier viel geregnet. Das Schöne ist, dass der Regen aber relativ warm war. Also Max hat gesagt, dass der tatsächlich teilweise 12 Grad hatte. Das ist natürlich ideal. Das mögen die kleinen Stinker. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier finden. Ah, das Beste ist sowieso, sich eigentlich hinknien. Eigentlich einfach sitzen bleiben und erstmal die nächsten 5 Meter abscannen, bevor man irgendwo hinlatscht. So, nochmal kurz für Leute, die noch nie Morcheln gesammelt haben. Es gibt eine ganze Morchelfamilie. Dazu gehören Spitzmorcheln, Käppchenmorcheln, Morchelbecherlinge, Rundmorcheln, böhmische Werpel, Fingerhutwerpel, runzlige Fingerhutwerpel. Sonst noch was? Ja, und halt noch ein paar andere Morcheln, die es aber bei uns nicht gibt oder nicht genauer abgegrenzt sind. Wichtig ist, neben den Bödenverhältnissen und der Temperatur, auch die ganzen Surroundings zu checken. Also Eschen sind wohl sehr gut. Esche ist super gut. Ich kann noch eine Ulme ins Boot werfen oder bringen. Sieht man halt sehr selten. Pappel leider. Kann man noch mit reinwerfen. Ja. Apfelbäume, Kirschbäume. Cool.
dieses Jahr aber auch schon unter Birnen gab es Funde von Unfassbar. Morcheln. Unfassbar. Also ihr seht, wie immer halten sich die Pilze nicht genau daran, was man möchte. Das sind halt Pilze, das ist auch das Schöne daran. Die scheißen drauf. Und dann gibt es natürlich noch Zeigerpflanzen, die hier auch überall rumstehen. Buschwindröschen, Scharboxkraut. Schlüsselblumen werden wir noch sehen. Bärlauch. Bärlauch kann man auch mit aufnehmen, ja. Dann Aronstab, genau. Aronstab gibt es auch noch. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mir das bis jetzt noch nie was gebracht hat. Ich habe teilweise Felder von Schlüsselblumen und Bärlauch abgesucht und bin da wirklich über den Boden gekrochen, habe gar nichts gefunden. Also auch da wieder kann sein, muss nicht. Die Zeigerpflanzen zeigen uns ja nur an, dass die entsprechenden Bedingungen am Standort da sind. Die sagen uns mehr über den Boden dann eigentlich aus oder die Verhältnisse. Das genau. heißt nicht, dass da unbedingt Morcheln wachsen müssen. Nicht dein Ernst. Doch. Boah, wie hübsch. Wir sind jetzt wieder direkt unter Pappel und Traubenkirsche und Anzeigerpflanze. Das heißt, ich sehe keine am Boden. Ich auch nicht. Max, das Adlerauge. Das Morchelauge. Morchelauge. Wirklich, ey. Rausdrehen oder abschneiden, ist egal. Mega. Wow. Ja, richtig schön. Wie siehst du das bei Morcheln? Also ich vertrete ja immer die Meinung, dass man, wenn man den Pilz entnimmt, dass man dann den Boden wieder zumacht, also Laub wieder raufmacht, damit es mit Zähne nicht austrocknet. Wie ist das bei Morcheln? Genau, das, was du gerade gesagt hast. Auch, ne? Das machen wir und rausdrehen. Hier ist nicht so viel Stiel oder Fleisch im Boden verborgen, deswegen ja. Kann man auch getrost abschneiden. Und meistens haben wir auch in der Stielbasis keine relevanten Merkmale für die Bestimmung bei Morcheln. Also richtig. Löst. Aber schön lieb sein zum Wald. Genau. Richtig. Hier sind überall Stiele. Ja. Max hat gerade noch mal gesagt, Schneckenwetter. Morchelwetter ist Schneckenwetter. Ja, vor allem im Regen die letzten zwei Tage. Ja, die fressen die Dinger halt auch gerne. Die wissen, was gut ist. Ist ja immer so bei Pilzen. Schauen wir mal. Sind die Ostereier suchen. Wo ist Max überhaupt? Ah, da ist er ja. Max finden ist fast schwieriger finden als Morcheln. Hast du die hinter mir nicht gesehen? Den dicken Stiel hast du gesehen? Klar, die dicken Dinger sehe ich. Aber auch nur die dicken Stiele. Die auch? Alter, geil. Die sehe ich jetzt. Da gibt's Pilzprinzen. Aber ey. Wahnsinn! Oh, wie hübsch. Echt geil. Oh, Heaven, Alter. Welcome to the jungle. Oh, ich habe voll Angst, dass ich auf irgendwelche rauflatsche. Und dass der Korb gleich nicht voll ist mit Ästen. Oh. Dann schlau von dir auf jeden Fall so eine Brille dabei zu haben. Ah, hier sind wieder Judas-Ohren. Der hat nur auch Haaren. Voll. Richtig, sieht echt gut aus in deinen Haaren. Oh. Ah, hier ist ein alter Holunder. Ah, hier ist ein Stiel, okay. Ich brauche jetzt auch noch mal eine geile. Nächstes Mal auf jeden Fall Knieschoner mitnehmen. Jo! Zeig mal her den schönen Oschi. Geil, auch wieder so langstielig, ey. Ja, schon gut gestreckt. Und da, guck mal, ist auch noch eine. Da. Jawohl. Kann die noch was? Ja, die kann noch was. Geil. Orientieren. Jetzt gucken wir, ob die frunzligen Fingerhutferpeln auch hier sind. Aber die müssen wir erst erblicken. Max ist ein Mörder. Mhm. Und ein sehr, sehr grober Mensch. Ja. Keine Feinfühligkeit am Start. Hat er sich einfach raufgesetzt. Wahrscheinlich sitze ich auch gerade auf einer. Ich habe vorhin noch gesagt, irgendwann wird es passieren. Ne? Ja, aber was gibt es noch zu denen zu sagen für euch? Interessant vielleicht. Also die haben dieses Jahr auch ein starkes Jahr. Ist immer noch im gleichen Gebiet, aber ein bisschen mehr Richtung, ich sag mal, Wegrand. Wir haben ja auch wieder die Traubenkirschen. Hier hat es aber auch teilweise Hartriegel stehen, Pappel, Schwarzerle, alles Mögliche. Aber in diesem Heckenbereich findet man auch wieder die Fingerhutferpeln. Auch auf Streuobstwiesen gibt es die auch ganz gern in den kleinen Hecken dazwischen. Ja? Herrlich. Guck mal, gerade habe ich noch gesagt, ich muss auch mal wieder was sagen. Sonst wird das hier eine kleine Max-Show, was ja auch gut ist. Aber es ist ja Max und Moritz-Show. Und da habe ich auch meinen ersten kleinen Stinky gefunden. Und bin happy. Guck mal, wie hübsch der ist. Erstfund für dich? Ja, Mann. Richtig geil.
Und auch eine runzlige, keine glatte, sieht man da ganz leicht am Hut. Dass sie so glänzt, ist der Feuchtigkeit geschuldet. Ja. Und der Stiel ist so ein bisschen geflockt hier unten, ne? Mhm, kann auch vorkommen, ja. Ja. Cool, so zur Stielbasis hin wird die so ein bisschen rötlich, rotbräunlich. Hübsch. Und du hast noch eine entdeckt, sagst du. Machen wir ein kleines Quiz. Guck mal hier. Oh ja, da ist er. Jawohl. Geil. Herrlich. Und ich habe noch eine da vorne. Geil. Also, wie immer bei Pilzen, wo einer steht, steht meistens noch einer. Das heißt, immer langsam machen. Sowieso bei Pilzen sind immer, ich habe noch eine entdeckt, eine Werbel da vorne, ist immer besser. Kleine Pilze sind meistens besser als große Pilze. Also es geht halt nicht um, ich habe den längsten. Und es geht auch nicht um, ich bin der Schnellste, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Wer langsam macht und ganz ruhig, der findet die geilsten. So ist es. Ich zeige euch nochmal ohne Schnitt, was er hier gerade erblickt hat. Da ist die Werbel. Die ist leider überständig. Aber direkt daneben ist die nächste und ich habe auch schon noch eine entdeckt. Ist das cool. Also die bleibt hier. Ja, noch nicht mal fürs Foto nehmen wir die mit. Denn wir sind hier richtig verwirrt. Und dahinter ist die nächste. Also hier ist eine richtige Myzelspur, die sich hier so am Rande des Waldes erstreckt. Man kann hier echt abernten. So, in der Ruhe liegt die Kraft, Leute. Also und da ist nochmal die, da ist wieder eine. Hier ist eine richtige Spur. Das Myzel arbeitet sich hier richtig schön durch den Boden. Und guck mal, wie gut Max die gespottet hat. Die ist nämlich winzig klein. Da ist die erste. Ja, mal da zwei. Da ist ein Doppelpack. Aber noch da mal eine. Ist die nächste. Krass. Da ist garantiert noch eine. Wahrscheinlich sitzt du drauf. Ich sag sowas nicht. Oh, richtig hübsch. Oh nein, ich bin auf eine Rumpfnatsch. Also ich muss jetzt gleich mal meine Hände leeren gehen, da ist schon die nächste. Gott, Max. So, also, wie war das da vorne exponiert? Ist gar nichts, ne? Ganz Sonne. Wenig, ganz ja. Wenig. Aber das heißt, die mögen das alle richtig schattig. Und hier, wo wir wirklich zwischen den ganzen Büschen rumkraxeln, hier ist die nächste. Ey, man kann sich einfach mehr unterhalten oder irgendwas machen, weil sie so wimmelt. Ich habe auch gerade ja, Gehirnprobleme. Ja. Ich würde mal sagen, von der Hecke, vom Weg bis hier, so die 8 Meter. Ja, 8 Meter. Alter! Ja, und da ist noch eine, ist gammelig. Sag ja, ich komme hier nicht voran. Und hier ist noch eine, das ist ein Vierer. Das aussieht auch, dass die dann da innen so dunkel sind und so, ne? Das ist schon wahnsinnig schön. Voll hübsch. Alter, da feuern wir aber richtig einen ab, Max, ey. Ich habe noch mal einen richtig dicken Oschi da und dahinter noch mal einer. Ja, Max, jetzt ist hier morgen Wahnsinn, jetzt geht's los. Scheiße, okay, lass uns hier mal ganz kurz abernten, dass wir da nicht rauf. Ja, wir müssen langsam voranarbeiten. Ja, wirklich, auf den Knien. Hier sind auch zwei. Also ich komme sofort zu dir, aber es ist quasi unmöglich, sich hier gerade fortzubewegen. Und ich habe jetzt leider mein Messer da hinten, aber überall, wo man hier hinschaut, geht's hier rund. Also die hier finde ich besonders cool, weil da habe ich zuerst gedacht, böhmische Werbel, ne? Ja. Von der Länge allein her. Ja. Aber schau dir mal die an. Oh, Alter. Oh, aber die mit dem Stiel, mit dem Doppelhut, ne? Oh, vier Stück an einer kleinen Stelle. Oh, ist das schön. So, hier haben wir ein paar Gammelexemplare. Das nicht. Das nicht, aber man sieht deutlich, wenn der Hut so dunkel ist, da ist auch schon Schimmel dran an der einen. Hier zersetzt schon. Genau, also ist schön matschig, zerbröselt. Ja. Also die müssen wirklich noch richtig fest sein, die Fruchtkörper. Bei den anderen Hüten siehst du es, da kann man auch mal, also die sind schon sehr fragil, aber da kann man auch mal ran. Da zerbricht nichts. Und die Größe vom Fruchtkörper sagt nichts über das Alter aus. Ja, in diesem Fall nicht. Nee. Ist bei anderen Pilzen manchmal anders. Ja. Aber hier. Hier nicht. Das ist einfach der Wahnsinn, ey. Und wie fest die ist, ne? Alter, richtig stabiler Oschi. Ja, fett. Würde ich nie für eine runzlige Fingerhautwerbel halten, aber sind welche. Krass. Richtiges Lager hier. Der Korb sieht sehr, sehr gut aus.
bisschen Müll übrigens schon mitgenommen. Sehr gut. Denn ihr wisst, bei jeder Pilztour mindestens ein Stück Müll mitnehmen. Tatsächlich ist das gut fürs Karma und natürlich gut für den Wald. Es ist auch einfach gut für dich, weil dann hast du hast ein Stückchen mitgenommen. Ja. Und dann ist einfach auch was gemacht, ne? Da sind die Berührungsängste voll weg. Oh, ich gehe jetzt ja nicht Müll sammeln, ne? Ja, voll. So, jetzt habe ich seit 3 Minuten keine gefunden. Drama. Richtiges Drama. Was ist hier los? So, also, wir haben einen Spotwechsel gemacht und sind jetzt hier an einem Flüsschen direkt. Und hier stehen ganz viele Eschen, auch ein paar kaputte Eschen, aber auch ein paar lebendige. Und Max hat gerade seine Theorie hier geäußert, dass, ja, willst du sagen? Die Speisemorcheln werden wir eher bei den gesunden Eschen finden, wenn wir welche finden, und die Morchelbecherlinge bei kaputten. Okay. Das war die Beobachtung der Saison hier. Also, schauen wir uns das mal an, suchen mal hier alles ab und schalten mal wieder auf Morchelmodus. Wir haben nämlich gerade 1,5 Stunden lang mein Mikro gesucht. Dieses hier, was ich verloren hatte im Unterholz beim Morchel, beim Werpeln suchen. Das hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen, deswegen umschalten im Kopf und weiter geht's. Hier sind übrigens viele Zeigerpflanzen, hier ist ganz viel Bärlauch überall. Es geht los, ich bin noch gar nicht im Modus. Ich will selber gucken. Und so, ah ja, da ist doch schon hier die erste Morchelbecher. Und ja, noch mehr. Ach krass. Ich habe nur den gesehen. Okay, wow. Cool, Alter. Was für ein Lappen. Riesig. Mhm. Hat gerade noch gesagt mit dem Bärlauch. Geil, okay. Ach krass, der spurt auch aus. Guck mal. Warte mal, ich muss den Fokus. Jetzt habe ich den Fokus. Krass, der hat gerade ausgespurt. Okay, für mich das erste Mal. Oh krass. Das ist ja echt heftig. Brech mal ein Stück. Oh, ich riech's bis hier. Alter! Das ist ja krass. Das riecht einfach wirklich wie Schwimmbad. Krass, wie zu doll geklortes Kinderbecken, ey, wo alle reingebisst haben. Heftig. Aber auch am Ende dann so ein bisschen pilzig. Mhm. Ah, ich könnte da so nicht dran riechen. Nee? Nee. Ich find's interessant. Aber ich finde es auch nicht super unangenehm. Also es, aber es ist auch wieder cool, wie, so ähnlich wie bei den Werpeln vorhin, wie brüchig das auch ist. Ne? Also wenn du jetzt ein Judasohr im Vergleich hast. Mhm. So, jetzt haben wir hier noch einen schönen Dingsterbecherling. Nee, denkst du? Ein Judasohr. Kleine Verarschung der Natur. Hat es uns hier an der Nase rumgeführt. Steht hier rum wie ein Morchelbecherling. Sieht von oben erstmal so aus. Aber ist es nicht. Verrückt. Morchelbecherling und das Judasohr. Schon recht ähnlich. Der heilige Ort von Max. Die Baumkathedrale. Voll geil. Richtig schöner Wald hier, ey. Oh ja, voll geil. Guck mal hier. Voll. Traum. Wir haben jetzt hier nochmal einen kleinen Location-Wechsel gemacht. Bei schönster Sonne. Geht's hier jetzt noch mal auf alte Streuobstwiesen, denn wir brauchen noch Speisemorcheln. Wir kriegen den Hals nicht voll. Werpeln, Morchelbecherlinge, alles am Start. Aber nein, Max ist gierig. Ja, nur genau. Max, ich nicht. Ich bin ganz, ganz genügsam. Guck mal, wie schön das hier ist. Herrlich. Und die Obstblüte, ey, mega gut. So, die Schuhe sind durchnässt. So muss das auch sein. Denn wer Morcheln haben will, muss auch Opfer bringen. So, hier sind jetzt auch Schlüsselblumen. Zeigerpflanze Number One, ja. Bis es dunkel ist, Leute. Bis nichts mehr geht. Bis die Sonne weg ist, wird hier gesammelt. Max ist auch richtig hardcore. Der gibt nicht auf. Genau wie ich. Das liebe ich. Immer weitermachen. So, Speisemorcheln hat nicht sollen sein. Morgen. Morgen ist auch noch ein Tag. So Leute, der erste Tag war schon mal ein voller Erfolg. Wir haben richtig gut gefunden. Ich mache jetzt erstmal ein schönes Flatlay und dann schauen wir gleich mal weiter, was heute noch geht. Die Sonne scheint, herrlich, wie kann es schöner sein? Enjoy. Wir haben uns nochmal Verstärkung dazu geholt, nämlich Daniel. Grüßt euch Leute, hi. Vom Kanal
Pilz. Fieber. Eben, Pilzfieber. Max ist natürlich weiterhin dabei. Wir sind jetzt hier in einem neuen Gebiet, an einem kleinen Bächlein, ganz schön. Was haben wir hier an Bäumen? Wir haben viel Pappel, wir haben die ein oder andere Weide, wir haben Holunder dazwischen stehen. Und eine Buche ist auch mal am Start, ein bisschen Ahorn und genau. Ein paar Eschen. Und Max, das Adlerauge, hat, während ich ausgepackt habe, direkt die erste Morche gefunden. Richtig gut versteckt hier im Laub, kaum zu sehen. Deswegen Adlerauge, am nicht Bach, schlecht. Genau. Wärmefalle. Wärmefalle. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Spaß. Weiter geht's. Keine 30 Sekunden später hat Daniel die nächste gefunden. Und ich muss erstmal hier ankommen. Da ist das Ding. Richtig schönes Teil. Die sind echt noch ziemlich klein. Also das ist auch schwer zu erkennen. Kleine Knöpfe. Aber sechs Augen, da geht halt was. Auf jeden. So, ich mache mir jetzt hier auch noch mal einen kleinen Stock fertig. Sehr, sehr hilfreich, um das Laub umzudrehen. Und auch ein schönes Ritual, um im Wald anzukommen. Okay. Immer wieder wunderschöne Schnecken hier unterwegs. Das ist ein guter Anzeiger, dass wir hier im richtigen Terrain sind. Für die Bodenverhältnisse schön kalkig. So, neue Zeigerpflanze. Bärenobst, ja, im Auwald oder der Hartholzaue. Johannisbeeren. Stachelbeeren gibt es da auch mal ganz gern. Können wir auch als Zeigerpflanze mit aufnehmen. Cool. Also Leute, merken. Ich habe ein altes Käppchenmorchelchen entdeckt, lag schon auf dem Boden. Ja. Dann schaue ich natürlich hier ein bisschen genauer. Was sehe ich mal, sehr unaufgeräumt. Ja. Aber das gefällt denen, wie wir ja wissen. Jetzt schauen wir hier, was da steht. Kleine Messis sind das. Ja, oha, kleine Messis. Das sehe ich ja auch von hier. Mitten im Geäscht. Richtig stattliches Exemplar. Warte. Und jetzt hole ich aber was anderes raus, was einem dann auffällt, wenn man wieder in die Hocke geht. Und so nie finden würde. Stehen. Krass. Ah, komm raus. Wahnsinn. Ja? Das ist eigentlich schon eine schöne Käppchenmorchel, finde ich. Ja. Aber die hier ist natürlich super geil. Richtig cool. So, die hat einen auf den Deckel gekriegt. Die stand jetzt noch unter einem Zweig hier direkt daneben. Die hatte keine Lust, so richtig nach oben zu kommen. Lieber Daniel, was geht ab? Ja, Moritz. Objekt der Begierde habe ich daheim seit Tagen gesucht, erfolglos. Und hier die Reise zu Max hat sich auch für mich dann jetzt gelohnt. Ja, ne? Böhmische Werpel und was für eine schöne. Also mega, Wahnsinn. Mega. Und ja, wir können schon verraten, dass im Hintergrund auch noch ein paar stehen. Mhm. Der Max hat schon ein paar Erfolgstöne von sich gegeben. Max sprintet wieder vor, weil er gierig ist, wie immer. Ja. Nee, echt mega schönes Teil. Glückwunsch dazu. Kannst ja auch mal entnehmen und mal zeigen, wie fett der Stiel ist. Ich gebe nämlich auch noch ein ganzes Stück rein. Der ist richtig dick. Ja, der ist richtig fett. Oh, schön hier bei den Brennnesseln. Ja, ist immer schön. Hey, und die Farbe. Alter, guckt euch mal das Teil an. Wahnsinn. 15 cm oder so, würde ich mal sagen, schätze ich mal. Wunderschön, Bilderbuch. Echt toll. Einen Standortwechsel gemacht. Hier sieht man mich im T-Shirt. Es sind 16 Grad, richtig geiles Wetter. Und wir haben jetzt hier eine richtig schöne alte Obstwiese gefunden. Alles voll mit alten Bäumen. Die Wiese ist nicht überdüngt, also nicht zu fett. Und wir schauen jetzt hier mal um die ganzen alten Bäume rum, ob wir fündig werden. Speisemorchel, komme. Bitte, bitte, bitte. So, wir haben jetzt hier, ich habe ein paar kleine Mai-Ritterlinge gefunden. Leider noch nicht die Speisemorchel, aber riecht mega geil nach Gurke. Gurkig mehlig. Nehmen wir natürlich auch mit, denn die Vielfalt macht's. So, hier ist der nächste Schwung Maipilze. Da, hier geht's weiter. Also einmal hier um den Baum rum. Schöner. Birnenbaum müsste das sein.
isn't. Deprimierend. 5 Maipitze. Ja, ich habe auch noch ein paar. Es bleibt spannend. Streuobstwiese war nichts, außer den Maipilzen. Jetzt sind wir wieder in einem Wald mit Eschen und Pappeln. Es geht immer weiter, man kann nicht aufhören. Absoluter Albtraum. Man wird so weggesuchtet von diesen Morcheln. Hier auf den letzten Metern werden wir noch mal fündig. Richtig schöne kleine Cabbies. Zwei Nerds bei der Arbeit. Mal überall, als wäre jetzt noch mal drauf. Krass. Alles voll hier. Ja, ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich auf irgendwas rauf. Guck mal, hier ist auch noch ein Stiel. Ah, ja. Ab auf die Knie. Da ist eine. Das ist der Wahnsinn. Krass. Hier ist eine kleine. Jetzt sind wir bei über 30, 40 an der Stelle. Max gerade noch so hier nicht rumlaufen. Spitzmorchel Sperrgebiet. Und da hat er sie. Echt, da ist sie. Mega schön. Aber jetzt an die Community. Folgendes, wir haben hier nebenan Rindenmulch. Ja. Jo. Die kommen hier aber an der Stelle jetzt schon seit 4-5 Jahren hoch und nie im Rindenmulch. Entweder voll in der Wiese oder direkt nebendran. Ist es eine Rindenmulch-Spitzmorchel oder nicht? Ich kann es nicht beurteilen. Schreibt mal in die Kommentare, ja. Genau. Hier noch Morchelbecherlinge. Unter Apfel. Bitte. Hier ist noch ein Becherling. Ja? Ja, hier auf der Ecke. Krass. Richtig Grand Finale hier, ey. Sonne ist kurz vorm Untergehen und da wird noch mal ordentlich eingetütet. So, man hört hier die ganze Zeit nur, ich habe noch eine, ich habe noch eine. Max scheint hier nicht nur Sachen anzubauen, sondern auch Morchelbecherlinge. Sag uns dein Geheimrezept, ey. Das bleibt geheim. Ich will im nächsten Video verraten. Okay, geil. Und dranbleiben. Jawohl. Ein weiterer Sammeltag geht zu Ende. Wir kochen gleich noch schön, haben richtig schöne Sachen gefunden. Wie gesagt, Speisemorcheln immer noch schwierig. Wir haben jetzt hier alle Obstwiesen abgeklappert, die es gibt. Aber wir machen uns jetzt gleich noch gemütlich. Daniel und Max checken da hinten noch die Wiesen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Mal gucken. Sehr romantisch, wirklich. Die beiden Hand in Hand. Herrlich. So, wir haben den Tag dann auch richtig gemütlich ausklingen lassen, haben noch ein kleines Mandala gemacht aus unseren Funden und haben daraufhin Morcheln in Whisky-Cognac-Soße gekocht mit Bärlauchknödeln. Das war ultra lecker. Wer Bock hat, das nachzumachen, das Rezept steht in der Beschreibung. Viel Spaß damit. Nach einer kurzen Nacht ging es dann für mich weiter auf die Straße Richtung München und hier geht es dann weiter. Ein neuer Tag, neues Glück. Mit mir heute dabei Julian. Hallöchen. Von, stell dich kurz vor. Ich bin Julian. Ich mache zusammen mit meinem Kumpel Bene Cookout, draußen aufkocht. Genau. Haben wir neulich auch eine richtig schöne Folge gedreht, die kommt auch demnächst raus. Werdet ihr sicher sehen. Heute versuchen wir nochmal unser Glück mit Speisemorcheln. Es ist einfach hardcore schwierig. Wir sind jetzt in Isarauen unterwegs, finden hier nicht wirklich viele Zeigerpflanzen gerade, sind etwas enttäuscht, waren schon ein paar Stunden unterwegs. Aber meistens ist es ja so, wenn man richtig verzweifelt ist, kommt noch was. Deswegen sind wir natürlich guter Hoffnung, halten durch, machen uns den Rücken krumm und suchen einfach wie die Doofen. Irgendwann kommt sie, dann stehst du da und dann. Genau, also bleib dran, wir finden sicher irgendwas Cooles. Jo. Have fun. Absolutes Neuland für mich. Natürlich genauso ein Gehassel wie alles Morchel suchen. Ich habe jetzt hier wenigstens mal ein paar Schlüsselblumen. Wir hoffen natürlich, dass wir hier am Wasserlauf, hier ist es halt echt schön feucht, auch relativ warm, dass wir dann endlich mal eine Speisemorchel finden. Wir sind jetzt seit anderthalb Stunden hier am Latschen und es geht nichts. Oh. So, hier sind überall Eschen. Hier ist alles voll mit Zeigerpflanzen, Aronstab, Schlüsselblumen, Scharboxkraut,
Also eigentlich müsste es jetzt hier gleich mal knallen. Ich habe auch einen Stock, wühle das Laub durch. Leute, wünscht mir mal Glück, ey, das muss doch jetzt hier mal klappen. Was sind denn das für Biester, die Speisemorcheln, ey. Horror. Und noch Bock? Ich habe noch voll Bock. Ja, ne? So richtig. Wie viele Blätter hast du heute schon angeguckt? Alle. Alle? Also einfach unendlich alle. Antwort ist ja. Ja. Ein trauriger Morchelsucher. Traurig. Hier nichts geht. Voll. Wetter ist auch scheiße. Ich würde schon fast so weit gehen und sagen, wir sind schon depressive Morchelsucher. Ja. Ich glaube, das ist sowieso so ein Ding, wenn man Morcheln sucht, muss man eine ganz starke Psyche haben. Dass man nicht kaputt geht dabei, weil das ist schon echt noch mal viel fieser. Man wird auf jeden Fall Demut gelehrt. Ja. So schaut's aus. Macht nicht immer Spaß. Nee. Heute auch so mittel, weil wir halt nichts finden. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Ein paar Minuten haben wir noch Licht, aber wir wollen ja ans Wasser. Ja, das ist falsch nicht immer. Ja. Wir verzetteln uns. Yes. So, zumindest mal hier der erste Morchelbecherling in den Isarauen, gefunden von Julian. Dann mach mal hier deine Geruchsprobe. Mein allererster Morchelbecherling, das heißt, geil. Ich habe auch noch nicht dran gerochen. Was für ein schöner Pilz, ey. Voll, ne? Und ja, geil, der hat sogar gerade ausgespurt. Echt? Ja, hat ganz kurz. Boah! Krass, oder? Alter! Ist einfach Schwimmbad. Aber wie? Krass, ja. Voll geil. Das habe ich nicht gedacht. Das ist wirklich so. Ich habe vermutet, so leicht. Ja, aber so. Nee, ist richtig krass. Boah, ist das freakig. Geil, oder? Was für ein schöner Pilz. Voll. Mein erster. Geil. Meuchelbecherling. Herrlich. Da ist cool. Das Ding. So, richtig schön. Österreichischer Prachtbecherling. Oh, ich hab einen Mikro dran. Schöne Farbtupfer hier. Ah ja, Mann. Boah, ist das geil. Übrigens auch sehr, sehr lecker. Voll schön, ey. Erhalten auch die Farbe beim Kochen. Einmal da. Danke. Schöner Fund. Ist richtig nice, Digga. Es fehlen eigentlich echt nur noch Morcheln. Ja, Mann. Wenn man eins braucht beim Morchelsammeln, ist es Ausdauer. Jo. Und gute Nerven. Das heißt dann so ein Fund zwischendurch, egal was ist, Hauptsache du freust dich nochmal und denkst, ja, jetzt geht's wieder los. Oh, so, ich habe gerade gesagt, pass mal auf, wäre witzig, wenn wir jetzt aus dem Wald rausgehen und dann finden wir sie. So nach dem Motto, ja, hättest du ja auch sparen können, den ganzen Bums. Wir haben jetzt keine Speisemorche gefunden, aber es ist so krass, was das menschliche Auge kann. Ey, Wahnsinn. Mein Auge hat die Käppchenmorcheln hier eine Millisekunde gestriffen. Und ich habe sofort gesagt, boom, stopp, stehen bleiben, hier Käppchenmorcheln. So, hier sind die Dinger. Hammer. Richtig schön. Die sind auch noch richtig gut. Nochmal Eagle Eye am Start. Voll. Eagle Eye Vision nach 18 Stunden irgendwie durchglotzen im Wald. Wo war denn da hier noch geht's eine? Weiter. Da ist noch eine, oder? Nee, doch nicht. Ja, aber. Geil. Okay. Also immer wenn die Verzweiflung am größten ist, wird man dann doch noch belohnt. Man läuft 4 Stunden durch den Wald und denkt auch immer, ja, Wegesrand und so, da geht's doch eigentlich auch. Aber nein, man guckt nach den Eschen, ja, und sucht und sucht und sucht und wird gefickt. Auf gut Deutsch. Und dann sowas. Wird zurückgefickt, Alter. So. Am Ende wird doch alles gut. 20 Stück genau. Kurz eingetütet, hier am Wegesrand. Wie ich doch gesagt habe. Isarufer, richtig schöner Wald, überall Zeigerpflanzen, richtig schöner Bodenbewuchs, Pappeln, Eschen, richtig viel Totholz, was hier rumliegt, ordentlich was zum Zersetzen,
Immer noch keine Speisemorchel, aber ein paar Fingerhutwerpeln gefunden mit einem glatten Hut. Haben wir ganz viel von stehen lassen, weil die natürlich schützenswert sind, aber ein paar haben wir auch mitgenommen. Und ordentlich Käppchenmorcheln. Also wenn das so weitergeht, ist der Korb bald voll. Dann nicht die Scheibenlorkel. Ich mal gleich mal dran. Ah, hier war der Biber am Stück. Krass. Ja. So, hier haben wir ein Riesenfeld wilde Stachelbeere. Wilde Stachelbeeren. Auch übrigens eine Zeigerpflanze für Morcheln. Und natürlich überall Eschen. Kompletter Eschenauwald. Richtig cool. Müsste doch was drin stehen. So, richtig schöner Morchelbecherling. Hier richtig tief drin. Ist immer ein bisschen dunkler als so eine Scheibenlorche, die wir ja vorhin auch schon gefunden haben. Und natürlich, boah, unverkennbar der Chlorgeruch. Alter, wie fertig sehe ich denn eigentlich aus? Ja, man sieht, 4 Tage Morchel sammeln, hinterlassen Spuren. Ganz schönes gefunden hier. Ich denke, dass das die orientalische Nieswurz ist. Richtig toll. Steht hier ganz tief im Auwald drin. Wunderschöne Pflanze. Interessant ist, dass die Blüten nach unten hängen, also nach unten offen sind und aber von oben farbig sind. Ja, und wenn man die dann umdreht, sehen sie gar nicht mehr so spannend aus. Also auch schön. Aber die Farbe ist an der Blütenunterseite. Finde ich cool. So, es ist soweit. Wer Ausdauer beweist, wird belohnt. Wahnsinn, da ist das Ding. Ultra schön. Die Feste auch noch vom Stiel. Oh Gott, echt, das mal freilegen hier. Ey, wir haben alles erreicht. Wahnsinn. Alles auf eigene Faust halt auch, ja. Weißt du, random irgendwo. Wir haben wirklich alle Morcheltypen jetzt durch. Oh. Alles, wo gibt. Oh, was ist das schön. Mega, Digga. Glückwunsch. Mm. Riecht die gut? Ja, riecht gut. Ja, ne? Mega. Riecht richtig morchelig, ne? Voll morchelig. Geil. Der Waldgeist hat sie uns geschenkt. Ich zeig's euch auch mal. Die Waldgeistin. Die Waldgeistin. Die Dryade war die. Ja. Hier ist die schöne Speisemorchel, meine zweite jetzt überhaupt. Ah, ist das herrlich. Julian? Ja. Schönen Hintern dafür. Das nächste Teil. Erstmal Honigwaben. Und Julian dachte, das wäre eine. Ja. Dann noch eine. Da hinten auch noch ganz viele. Da hinten auch. Oh, ich muss hier aber auch noch alles abholen. Und dann kommt die Ultra-Honigwabe. Ja. Oh, die. Boom. Richtig, ey. Da reingeht. Wahnsinn. Oh, die ist auch schön. Rausplanen. Die ist richtig gut im Saft, hey. Ich bin so im Heaven. Also doch hier im Feuchten. So im Heaven. Da hinten sind aber ein bisschen wieder Waben. Ja, eieiei. Wahnsinn, ey. Wunderschön. Geil. Krass. Am Ende wird alles gut. Am Ende. Ganz am Ende. Schaut euch an. Gezeichnet von den Tagen. Wir kraxeln hier durchs Dickicht. Das zeige ich gleich nochmal. Und jetzt hat es endlich auch bei mir geknallt. Ich war schon richtig verzweifelt. Und da ist das Ding. Wunderschöne Speisemorchel. Alter. Sieht die schön aus, ey. Guckt euch das mal an. Ist das geil, oder? Meine erste, Leute. Meine erste Speisemorchel. Oh Gott, ich freue mich so sehr, ey. Geil. Oh, schön, oh Gott. So, Geheimnis. Einfach hier durchs Ultra-Dickicht gehen. Komm überhaupt nicht durch, ey. Oh, Gesicht ist zerkratzt. Alles ist furchtbar. Alles, ja. Und hier ist das Ding, ey. Oh. So, durch das Dickicht hier muss man sich schieben. Die ganze Zeit. Nonstop. So. Das ist so hardcore. Und dann stehen sie da. Wir haben jetzt 6 Stück. 6 richtig geile Speisemorcheln. Hier sind nochmal Fingerhutwerpeln. Ja.
Da. Auch schön. Um die Eschen rum. Man muss einfach durch die Scheiße und diese ganzen Eschen abchecken. Links, rechts, unter irgendwelchen umgefallenen Stämmen hatte ich die jetzt beide. Alles hat geklappt. Wir haben wirklich, glaube ich, alles. Jede Meuchelart, die es gibt. So geil. So, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über Likes, Kommentare und Abos. Und sagt bis zum nächsten Mal.